Hallo. I'm sliding over cars while I shoot. Hallo. They think that I'm Tom Cruise. Hallo, hallo. But bitch, I'm Bobby with that tool. Mein Name ist Herr Daro. Ich mache Let's Plays auf YouTubes. Und mein Name ist Herr die Alex Hyatt und ich sitze dumm daneben und laber irgendwas. Während du Geldmünzen in Alufolie einwickelst. So, möchtest du den Vorsitzenden nochmal sprechen? Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémons geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémons zu erfahren? Ja, erzähl mir was über deinen Galoppa. Sehr schön, so, am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Ist das Godzilla da auf den Fotos im Hintergrund? Das ist der, was? Weißt du, was das ist? Das ist der Dino aus dem Google Chrome Offline-Spiel. Ah, ja, richtig, wenn du mit Google Chrome Offline bist. Dann gibt's ja diesen tollen Dino. Ibitag fliegen, deswegen brauche ich kein Fahrrad. Ah, ja, richtig. Voll gegen das Mikrofon gestoßen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Und wenn man auf den Dino draufdrückt, dann kann man mit dem Dino ein kleines Jump'n'Run spielen. Ja, richtig. Wenn ihr ein Let's Play davon sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ja, wir machen das wirklich. Let's Play Google Chrome. das ist wie, kennst du Duty Calls, die Call of Duty Parodie? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich weiß, was wir nachher noch aufnehmen werden. Oh Gott. Yay! Yay! Darf ich anmerken, dass ich selbst ein begeisterter Shooter-Fan bin? Ja, Shooter sind okay. Ja, also meine Lieblings-Shooter sind so Battlefield, Payday 2 und ein beliebiges Far Cry-Spiel hier einfügen. Das ist nicht Far Cry 5, das wäre Far Cry 5 ist wirklich nicht gut geworden. Ich finde Far Cry 5 eigentlich voll gut. Das, was Far Cry 5 gut macht, sind die Bugs. Und das ist auch eher unabsichtlich. Ja, aber jedes Far Cry-Spiel hat Bugs. So, aber wir kriegen jetzt unser Fahrrad. Yay! Ja, aber ich weiß nicht, das Setting war so vielversprechend. Dann war das... Am Schluss kam mir die Spielwelt sehr tot vor. Ja, da stimme ich dir zu. Vor allem, also die Sache ist... Der Antagonist ist nicht spannend. Ja, ich fand den Antagonist... Ich finde die Geschwister, also die in Anführungszeichen Geschwister, finde ich viel interessanter als... Ja, das überrascht nicht, weil die Geschwister teilweise auch deutlich mehr Screentime bekommen. Ja, und aber in Far Cry 4, Pagan Min hat auch kaum Screentime bekommen. Und es war so ein interessanter Charakter. Ja, aber da muss ich anmerken, dass Pagan Min trotzdem einfach sehr viel Redezeit bekommen hat, weil er einfach fast die ganze Zeit mit Ajay Gale in Kontakt stand. Weil er ihm einfach die ganze Zeit angefunkt hat. Ja, das stimmt. Und dadurch gab es natürlich den Vorteil. Handsome Jack in Borderline. Eben. Borderlands. Eben, genau so. Hallo, willkommen zu Let's Play Borderline. Let's go. Eben, aber dadurch werden die Leute natürlich deutlich mehr ins Rampenlicht gestellt. Ja, und eben. Und das fand ich eben sehr schade im Fünfer, weil es hat alles so viel Potenzial gehabt. Aber ich finde, die haben auch das Potenzial nicht ausgenutzt. Ja, ich muss sagen, es ging größtenteils. Und hast du mal die Vergleiche gesehen? Also grafisch ist Far Cry 5 mega das Downgrade zu Far Cry 4. Ja, ich würde sagen, grafisch ist es größtenteils eigentlich auf dem gleichen Level geblieben. Nein, gerade wenn du die Waffendetails und so anguckst. Ja, ich muss dafür anmerken, ich habe Far Cry 4 auf der Xbox 360 gespielt. Ja, gut, dann ist das natürlich... ungefähr gleich geblieben. Ja. Nein, also... Ich hab's damals, war damals kostenlos bei meinem Computer dabei. Echt? Oh, ja. Nice. Also ich habe meinen Computer gekauft, da ist Far Cry 4 rausgekommen. Und das war, ich glaube, es war irgendeine Kollaboration mit Nvidia, weil ich eine Nvidia-Grafikkarte drin habe. Ja, ergibt Sinn. Und dieses Mirapla ist gerade ziemlich nervig. Ja. Also ich muss sagen, Far Cry 4 war zusammen mit Battlefield 4 eines der ersten beiden Spiele, das ich mir von meiner Xbox geholt habe. War Battlefield 4 auch noch 360? Ja, Battlefield... Krass. Sogar Battlefield Hardline gibt es noch für die 360. Lag das dran, dass es die Xbox One noch nicht so lange gibt? Oder dass die einfach die 360 sehr lange unterstützt wurde? Die 360 wurde einfach richtig lange unterstützt. Ich habe gesehen, dass jetzt erst die PS Vita eingestellt wurde.
Jetzt erst? Ja. Es okay. Hat mich auch total zerstört. Ich dachte, die wäre schon lang tot. Ich meine, sie war tot, aber sie wurde vielleicht immer noch produziert. Ich glaube, das meistverkaufte Spiel für die PS Vita hat sich 2 Millionen Mal verkauft. Terraway. Nein, Minecraft. Echt? Oh. Ja. Das meistverkaufte Spiel für die PS Vita ist Minecraft. Da und wie jeder weiß, dass das meistverkaufte Spiel für die PlayStation 4 ist Knack 2. Quality Content! ja, die haben Gaming Clerks, waren es, glaube ich, die dann ein sehr interessantes Video zugemacht haben zur PS Vita, weil die PS Vita war ja keine schlechte Konsole. Nö, die war dafür, dass die, wann ist die rausgekommen? 2011? Ja, ich glaube, die hatte ein paar richtig geile Funktionen. Es war ein HD-Handheld, ich weiß auch nicht, die. Also rein auf dem Papier hätte die PS Vita weit über dem 3DS stehen müssen. Ja, aber der 3DS, der hatte einfach so viele gute Spiele. Ja, ich meine, der 3DS, der kann ja auch kein HD. Und der ist, wir haben 2018. Und der wird halt, Nintendo hat gesagt, der wird auf jeden Fall das komplette Jahr 2018 noch weiter unterstützt mit Spielen. Es werden noch neue Spiele rauskommen. Es wird ja sogar spekuliert, dass noch ein Zelda für rauskommen soll, im Stil von Link Between Worlds. So ein, noch so eins, okay. Ja, aber ein etwas umfassenderes Remake zu Link's Awakening sind wohl die klingt schon mal Theorien. Gut, würde ich sagen. Ich mag den Grafikstil von Link Between Worlds. Ja, nicht. Über den Grafikstil kann man sich streiten, aber ansonsten finde ich die Idee gut. Ja, ich weiß nicht, Link's Awakening finde ich, wie es ist, perfekt eigentlich. Ja, ich weiß, aber ich meine, die Sache auf den Handhelds haben sie ja generell diese eher cartoonische Art, dass das auch ja. Jedes Zelda-Spiel auf den Handhelds ist eigentlich, abgesehen von Hyrule Warriors, in der Wind Waker Art. Ja, aber A Link Between Worlds ist nicht Toon Link. Ich weiß, es ist noch toonischer als Toon Link. Es ist nicht Toon Link, es ist normaler Link. Stimmt, stimmt. Aber er sieht halt anders aus. Er sieht ähnlich tunisch aus wie Toon Link. Ja, aber es ist, muss man dazu erwähnen, das ist nicht Toon Link. Alter, was ist das eigentlich für ein nerviger Gegner und warum sieht die Nase von Knofensa auf dem Sprite irgendwie aus wie Alf? Ich finde sie eben so ein Rüssel. Ja. Oh, Alf ist ja auch so ein Klassiker. Alf ist ein richtiger das Klassiker. Kennen viele ja gar nicht mehr, gell? Echt? Ja. Wer kennt Alf? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, wer von euch kennt Alf nicht mehr. Wenn ihr Alf noch kennt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Yeah. Yay. Ich muss ganz kurz Pokémon heilen, weil dieser eine Trainer hat mich sehr zerstört. Och, Alf war super. Ich hatte früher auch Plüsch-Alf, aber ich weiß nicht, wo der abgeblieben ist. Ich hatte mal so Kassettenhörspiele von Alf. Glaube ich. Generell zu allem irgendwelche Plüschtiere. Ja gut. Nee, die einzigen Kassettenhörspiele, ich habe nie so Kassetten gehabt. Also ich hatte eine Metallica-Kassette. Okay. Vom, was war denn das? Das Black Album. Okay. Nee, Master of Puppets. Master of Puppets war das. Und TKKG, ganz viele TKKG. Ja, natürlich. TKKG und die drei Fragezeichen. Das hatte ich auch. Das hatte ich auch. Und sonst habe ich immer recht viele CDs gehört. Ich hatte so Wissens-CDs. Also, Was ist was und so weiter? War das, ich weiß nicht, ob das Was ist was war. Ich weiß nur, dass es zu ganz vielen geschichtlichen Sachen auch war. Okay. Ach, darum hattest du so gute Geschichtsnoten. Ich glaube, meine Kopfhörer sterben gerade. Oh no. Ich habe Wackelkontakt in der Musics. Finde TM30. Yay, TM30. Yeah. Lass dich einfach mal links liegen. Ich will jetzt nicht gegen dich kämpfen. Ah, kein Bock auf Kämpfen. Ich stehe schon den ganzen Tag nur damit endlich jemand in mich reinschubbelt und dann lässt er mich einfach links liegen. Ladiladila. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémons. Oh, du hattest offenbar doch eine Chance gegen meine Käfer-Pokémons. Du hast mein Safcon verbrannt. Es ist tot! Safcon, bewege dich! Safcon, komm schon! Lass mich nicht alleine! Ich hab dich 5 Wochen lang trainiert, Junge! Du kannst doch jetzt einfach nicht wegsterben! Rückblende, wie der Trainer Safcon auf wilde Pokémon wirft! Warum
kann sich dieses Mistvieh nicht selbstständig bewegen? Klonk. Oh nein, es ist ein Hornliu. Entwickel dich endlich, Klonk. Ich meine, das ist ja quasi so das Pokémon-Äquivalent von einem Ziegelstein. Würdest du sagen, dass man aus Zapfkorn und Kokuna Häuser bauen kann? Ja. Ja, dürfte man schaffen. Ja, aber hat nicht Waititi mal so eine Pokémon-Verarsche gemacht? Ich weiß nicht. Wo sie Ziegelstein gemacht haben, oder war das Smosh mit Ziegelstein? Ich glaube, es war Smosh. Es war Smosh mit Ziegelstein. Es müsste Smosh gewesen sein. Aber Waititi ist ja auch schon ewig her. Tot. Ich glaube, vor 5 Jahren haben die aufgehört, oder? Nee, so lange. Also ich meine, das offizielle Ende ist noch nicht so lange her. Was? Echt? Nein. Ja. Ich meine 2013. Nee, das offizielle Ende ist noch nicht so lange her. Tja, wenn dessen die Kontragruppe von Waititi gibt, ist ja immer noch. Was ist die Kontragruppe von Waititi? Ja, Ape Crime existiert immer noch. Aber warum ist Ape Crime die Kontragruppe? Waititi haben immer guten Content gemacht und Ape Crime nicht. Nee, aber die waren immer so ein bisschen Widersacher, weil die ähnlichen Content gemacht hatten. Ja, das macht dich ja nicht zu Widersachern. Doch, die waren immer so spaßhafte Widersacher. Ja, so spaßhafte, wenn die... Ja. Ich hab die falsche Attacke eingesetzt, ich bin boosted. Oh no. Oh wow, dieser Tackler hat viel Schaden gemacht. Ah, Quacknarre. Ich meine, bei sowas ist ja... Das ist ja nicht so wie bei News-YouTubern, wo dann immer jeder der Erste sein will, der berichtet. Und du musst halt der Erste sein, weil sonst guckt sich niemand deine Videos an. Ja, bei Sondern es ist ja, du machst ja, jeder macht ja seine eigene Comedy und da kann man ja alle angucken. Ja, bei News-YouTubern ist das ja auch so, dass es teilweise so spaßhafte Rivalität gibt. Ich meine, Scarce und Keemstar zum Beispiel haben ja auch so ein bisschen Freundschaft. It's your host, Killer Keemstar. Get right into the news. Our first story today. Ja, ich meine, eben der Gnom und Kermit der Frosch sind doch recht gut befreundet in der Hinsicht. Warum stirbt mein Kopfhörer? Ich brauche meine Kopfhörer noch. Also meine Kopfhörer sind gerade... Nein, du darfst jetzt nicht vor mir gehen. Hier, hör mal. Meiner ist noch okay. Das ist sehr schön für dich, aber ich möchte damit Musik hören, wenn ich in die Uni fahre. Der funktioniert doch auch noch. Ja, der hat Wackelkontakt. Vielleicht sind deine Ohren einfach blöd. Ja, mein linkes Ohr ist kaputt. Ja. Nicht der Kopfhörer. Rest in peace, left ear. Nein, wenn du dir jemanden anguckst wie Herr Newstime, der so gegen jeden anderen News-YouTuber sticht und dann so scheinheilig meint, ja, wir müssen doch alle zusammenhalten. Aber wenn irgendjemand dann wieder was sagt, dann... Ich mach dich weg. Ich mach dich fertig. Ja, so ungefähr. Sehr scheinheiliger Typ. Kann ich überhaupt nicht leiden. Meine Eltern haben mich heute beim Frühstück kritisiert. Nein. Dass doch mein Sprachduktus, den ich gebrauche, teilweise nicht dem Niveau eines Gymnasiasten entspricht. Wie hast du meine Mutter genannt? Weil ich gesagt habe, dass ich, Achtung, jetzt wird Daro nicht mehr family friendly. Oh, ich darf es wieder rauspiepen. Ja. Weil ich gemeint habe, dass ich den Finanzminister wegficken würde. Ich kämpfe nicht gegen dich, geh weg. Ich muss irgendeinem Pokémon Blitz beibringen. Ich möchte keinen Pokémon Blitz beibringen. Das ist ein verschwendeter Attackenslot. Wie wär's, wenn du Onigiri Blitz beibringst? Doch, Pikachu ist Onigiri. Okay, gut. Das ist auch meine einzige Option. Ja. Bringst Sushi bei. Ich möchte nicht. Ja, das ist, wenn du... Wie ist seine Schuppen mit der Taschenlampe anstrahlt. Sind alle geblendet. Yay. Das ist voll komisch, dass in Pokémon... Oh, hier kann man nicht zerschneiden. Natürlich kann man hier nicht zerschneiden. Weil jetzt kann man zerschneiden. Dass Donner die Attacke ist, die Schaden macht. Aber Blitz selbst nicht mehr. Blitz macht keinen Schaden. Blitz senkt die Genauigkeit. Darum... Hat so, und AC/DC, wenn wir uns Blitz nicht geholt hätten. Darum hat AC/DC sich ja auch dazu entschieden, das Lied Thunderstruck zu nennen, ja. Und nicht Lightning Struck. Ja. Ja. Und jetzt, Swante, wenn wir uns Blitz nicht geholt hätten, müssten wir jetzt so durch die Höhle.
Das ist doch perfekt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Aber ich mag das, wie auch das Interface dunkler ist. Hat vermutlich aber technische Gründe. Ein Geißnerblitz erhält. Oh! Oh! Ich kann wieder sehen! Praise the Lord! Praise the Onigiri. Praise the Sun. Nein, es ist keine Sonne, die das Licht Stimmt. macht. Wir sind in einer Höhle. Oh, oh Gott, was es ist das? XX Edgelord 97XX. Oh Gott, das ist sowas von. Das ist Gothboy 6969. Er ist ein Pokémaniac. Und sein Pokémon hat auch einen Schädel auf dem Kopf. Ja, und es ist well, auch. Well, that's what I call und Edgy. Und es ist auch noch der Schädel seiner toten Mutter. Ja. 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 Kenn ich mit Pokélore ein bisschen auch. Die absolut definitiv kein Gamma ist. Nein, nein. Ist da jemand müde? Nein. Anfänger. 24/7 woke. Woke up. Ich meine, ich bin ja gestern auch erst um 3 rum ins Bett gegangen. Nein, ich habe aus Versehen Blitz eingesetzt, weil ich dachte, es wäre Donner. Ah, jetzt hast du mich verwirrt. I am Confusion. I am the Confusion Master. Why is this Master of the Confusions. Why is this state called Kansas and this is not Arkansas, but Arkansas? Please, America, explain. Nein, please not. Oh nein, die Donnerwelle wird blockiert. Oh, und sie wird nicht mehr blockiert. Das war ein effektiver Aussetzer, würde ich sagen. Wow. Why you no level up? Game over. Nein, für mich geht's weiter. It's game over, man. Game over. Aber ich hab Schutz. Yay. Vielleicht kommen wir so ein bisschen schneller durch. Mit den ganzen Zubats. Die Frage ist, werde ich den Weg noch finden? Weiß ich den Weg noch auswendig? Es gibt einen vorgeschriebenen Weg. Natürlich. Das ist ein Irrgarten. Oh. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Ah, fuck. Ist noch ein Edgelord. Und es ist noch ein Phlegmon. Aber dieses Mal ist das Phlegmon sogar höher entwickelt als Suppe. Das ist so süß, aber wir sind in der ersten Generation, deswegen ist Biss nicht sehr effektiv. Mist. Oh nein. Oh. Aquaknarre. In der zweiten Generation ist Biss hier eine Unlichtattacke. Okay. Das war nicht viel Schaden. Und Unlicht ist auf Psycho sehr effektiv, aber in der ersten Generation gibt es ja noch keinen Unlichttypen. Ja gut. Ja gut, da ist was dran. Der wurde ja später eingeführt, deswegen. In der ersten Generation ist ja Drache noch das Nonplusultra. Jo. Oh, so ein Drachen-Pokémon zerstört schon alles. Weil seine einzige Schwäche ist Drache. Und der einzige Drachenangriff in diesem Spiel hat einen Fixschaden. Ja. Ne? Ja, ja gut. Merkst du was? Ja gut. Leicht OP. Ja, gibt's noch einen Drachenangriff außer Drachenwut? Ich weiß es nicht. Nee. Ich weiß es auch nicht. Nein, dürfte es nicht. Außer ich bin sehr dumm. Dann vielleicht. Suppe ist vorne, das ist gut. Seien wir ehrlich, es würde auch niemanden überraschen, wenn du dumm bist. Ja, hier lag nur ein Item. Hier lag kein Item. Goddammit! Gut, Freunde, ich würde sagen, mit der da oben kämpfen wir in der nächsten Folge. Like if you like, subscribe if you like, ring the bell if you like, and see you next time. If you like. Nein, das machen wir auf jeden Fall. Ihr klickt auf jeden Fall das nächste Video an. Das ist eine Pflicht. Das ist eure Aufgabe als Zuschauer. Wenn ihr das nicht tut, verklagen wir euch. Wir finden raus, wer ihr seid und wir verklagen euch. Auf irgendwas. Ja. Auf Klicks. Ja. Ihr schuldet uns dann legal einen Klick. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.